Wirklich wichtig ist mir, dass ich das tun kann, was mich glücklich macht. Dass ich die Dinge tun kann, die mit dem übereinstimmen, was ich möchte, was ich von meinem Leben erwarte. Nicht zwangsläufig das, was eine Gesellschaft von mir erwartet. Das, klar, davon kann man sich nie frei machen. Man kann sich nie von dem frei machen, was gesamtgesellschaftlich von einem erwartet wird. Und man ist immer durch die entsprechenden Hintergründe geprägt. Und das prägt auch das, was mir wichtig ist. Da bin ich mir durchaus bewusst drüber. Aber ich merke, dass mir an verschiedenen Stellen Dinge wichtig sind, die nicht zwangsläufig einem Meinungsmainstream entsprechen. Im Moment macht mich glücklich, wenn ich wirklich frei sein kann. Wenn ich auf meinem Board stehen kann, auf meinem Longboard und einfach durch die Landschaft fahren kann und frei sein von den Erwartungen, frei sein von den eigenen Gedanken auch mal. Sich von den eigenen Gedanken frei machen, hat was sehr Befreiendes und sehr Glückliches manchmal. Ich habe an der TUM natürlich als Sustainability Manager eine sehr große Aufgabe, die ich vielleicht auch etwas größer sehe als das andere tun und vielleicht auch größer sehe als diejenigen tun, die das Thema eingebracht haben. Mir geht es darum, die TUM insofern zu verändern, als dass ich es schaffen möchte, dass jede und jeder an der TUM bei den Handlungen immer das Thema Nachhaltigkeit im Hinterkopf hat. Es geht nicht darum, dass jede und jeder immer nur noch was mit Nachhaltigkeit macht. Das ist nicht der Punkt an der Stelle, sondern immer dieses, ah Moment, da war doch was, da könnte ich doch nochmal irgendwie drüber nachdenken, ist das denn auch wirklich nachhaltig? Und dieses Anregen zum Nachdenken, dieses tiefe Platzieren von diesem Thema, was mir persönlich wie beruflich sehr wichtig ist, das ist das große Ziel. Das ist tatsächlich eine herausfordernde Frage, weil das Traurige ist eigentlich, dass es sehr wenige Wissenschaftlerinnen gibt, die wirklich herausragende Funktionen haben. Also klar gibt es in der Geografie auch, also in meinem ursprünglichen Fach bestimmt auch entsprechende Wissenschaftlerinnen, aber und da muss ich mich an die eigene Nase fassen. Es hat für mich nie irgendwie eine Rolle gespielt, ob der oder diejenige, die das irgendwas geschrieben haben, publiziert haben, ob das ein Mann oder eine Frau war. Es war mir vollkommen wurscht. Es ging mir um die Inhalte, die gut sind. Aber natürlich hat sowas dann immer eine originär männliche Perspektive, der entsprechende Wissenschaftsmainstream. Und das ist natürlich schwierig und das ist was man sich bewusst werden muss. Aber Frauen, die mich inspiriert haben auf privater Ebene, kann ich definitiv sagen, dass das ganz klischeemäßig meine Großmutter war, die dieses Jahr 100 Jahre alt geworden ist und so unglaublich viel in ihrem Leben ertragen hat und trotzdem immer wieder ihre glücklichen Momente hatte. Und das ist diese Stärke und diese Kraft finde ich sehr beeindruckend.